Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren des Hauses. Ja, zum Volksbegehren. Wir möchten es trotzdem noch einmal aufdröseln, weil auch wenn es auch vereinzelt Schnittpunkte gegeben hat zwischen der Koalition, dass es zu Verbesserungen gekommen ist, wir trotzdem vor einer riesigen Debatte in den nächsten Jahren stehen werden, wie denn diese Pflege zu finanzieren ist. Und man sollte auch darüber nachdenken, wie die Ungleichgewichtungen bestehen. Und nämlich diese beginnt, diese erste Linie mal in drei Punkten. Und die möchte ich quasi vielleicht kurz ausführen. Das erste ist, wir haben bei diesem Volksbegehren klar erkannt, auch aus von den Expertenrunden heraus, dass es nach wie vor keine geregelte Finanzierung gibt. Das heißt, wir haben Finanzierungsströme der Gemeinde, wir haben Finanzierungsströme des Landes, wir haben Finanzierungsströme des Bundes. Und trotzdem geht das nicht einher, dass man hier in einem bürokratischen Sumpf erstickt, wenn ich heute ein Bittsteller, weil anders kannst du das leider nicht bezeichnen, dass diese Familien, die heute Pflege benötigen und eine Pflege dann nachsuchen, Bittsteller sind. Das muss die Politik als Aufgabe lösen, dass es hier ein einfach abgeordnetes Verfahren gibt, wo ich heute Pflege und Hilfe angedeihen lassen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ja, es ist schön und nett, dass man über die Ausbildung immer wieder redet. Der Pepper hat nämlich jetzt das auch nochmal eingebracht, was für Anträge gebracht worden sind. Aber seid doch ehrlich, wir haben ja nach wie vor 9 Bundesländer und jeder schnipselt auf diesem Bonsai-Baum herum und es gibt keine einheitliche Ausbildung und keine einheitliche Finanzierungsdarstellung. Es gibt genug unattraktive Jobs in der Pflege, weil eben auch die Ausbildung von den einzelnen Ländern nach wie vor bestimmt wird. Und das Dritte ist, dass sie alle nicht bis jetzt besprochen und auch diskutiert haben. Ja, wo passiert denn die Pflege? Die passiert ja nicht im Pflegeheim. Das ist ja nur ein Bruchteil. Die Pflege passiert zu Hause. Und jetzt frage ich mich, wie attraktivieren Sie diese Pflege zu Hause? Wo die einzelne Frau oder der einzelne Mann nämlich diese Pflege unterstützt? Und Sie sagen immer dazu, die Pflegekräfte sind überfordert. Ja, sie sind überfordert. Sie sind aber deswegen überfordert, weil sie immer nur den Fokus auf das Pflegeheim lenken. Weil sie den Fokus darauf lenken, sie müssen entweder besser bezahlt werden oder sie sind überfordert, weil sie die Stunden nicht mehr nachbringen. Wenn wir aber ehrlicherweise über einen Pflegeschlüssel diskutieren würden wollen, sind alle auf Tauchstation. Weil der Pflegeschlüssel ist es nämlich, der wirklich die tatsächliche Überlastung der Pflegekraft heute bedeutet. Wenn ich heute als Pflegerin, als Diplomierte 25, 30 Personen auf einen Tag pflegen muss, waschen muss, vielleicht anziehen muss, das Essen ausstatten muss, dann bin ich überfordert. Und dieses Burnout vorgeschehen ist gegeben. Da will keiner mehr in diesem Bereich arbeiten. Und der letzte Bereich. Wenn wir schon darüber nachdenken, dann nehmen Sie sich bei der eigenen Nase. Jeder fährt immer schön brav noch zum Forum Alpbach, lässt sich dort abfeiern. Jeder Minister, jeder Wirtschaftstreibende, auch die Gewerkschaft ist dabei. Aber wenn ihr schon darüber sprecht, dass man die Pflege entlasten will, dann sollte man darüber nachdenken, wie man denn, und gestern hat es der Herr Kollege Daschner aufgezeigt, wie man denn Pflege daheim automatisiert. Denken wir doch einmal darüber nach, wie wir heute in einem Haus, in einer Wohnung die Pflege so attraktivieren, dass wir über Ambient Assisted Living, nämlich begleitbares technisches Wohnen, hier Anreize schaffen. Das geht von der Wohnbauförderung, von der Bauordnung bis hin zur Förderung der Wirtschaftsleistung, dass heute ein Mann oder eine Frau selbstbestimmt leben kann. Witzigerweise schaffen es die Holländer. Die Holländer schaffen mittlerweile 20% ihrer Altbestände, also ihrer Menschen, die 80 Jahre und älter sind, in solchen Wohneinrichtungen zu versorgen. Wissen Sie, was das an Millionen bedeutet an Entlastung jedes Jahr? Und darüber sollte man nachdenken. Und daher war vielleicht dieses Volksbegehren gar nicht so schlecht, einmal diesen Anstein dieser neuen Entwicklung zu setzen. Denn abschließend, das Ambient Assisted Living gibt es seit 10 Jahren und ist in Forum Alpbach seinerzeit vorgestellt worden. Passiert ist aber nichts in der Zeit. Setzen wir diese Schritte als erstes um und beginnen wir, die private Pflege zu Hause zu attraktivieren. Dann werden wir auch eine andere Diskussion führen können. Danke.